Der Nutzen der Therapie mit eigenem Blut ist in Hunderten von Studien vor allem zur Behandlung des erblich bedingten Haarausfalls, der Behandlung von Narben, von Schwangerschaftsstreifen und zur Hautverjüngung nachgewiesen. Die Behandlung kann allein oder in Verbindung mit anderen Verfahren eingesetzt werden. Für die Anwender der Therapie gibt es keine Altersbeschränkungen, sodass sie manche Patienten auch schon frühzeitig bei beginnenden Haarausfall oder bei ersten Alterungserscheinungen der Haut dafür interessieren bzw. entscheiden. Bei Patienten ab den 45 Lebensjahren und bei Zuckererkrankheit sind oft mehr Behandlungen notwendig, da die Konzentration einiger Wachstumsfaktoren mit dem Alter geringer ist. Bei schweren Grunderkrankungen raten wir allgemein von ästhetischer Behandlung ab. Dies betrifft sowohl seltene erblich bedingte Erkrankungen der Blutplättchen wie auch Blutarmut, Grippe oder Fieber. Die Einnahme blutverdünnender Medikamente, zum Beispiel Aspirin, Ibuprofen, Diclofenac und Cortisonpräparate, sollten 2 Wochen vor einer Behandlung und 2 Tage nach einer Behandlung vermieden werden, da diese Medikamente die Konzentration von Wachstumsfaktoren beeinträchtigen.